Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute mit einem kleinen Schulungsvideo, wie ich so schön sagen möchte. Es geht um Sammler, um uns Sammler, um euch Sammler, um einfach mal die Grundlagen des Sammelns kennenzulernen, beziehungsweise die meisten wissen schon, worum es geht oder kennen die auch schon. Ich möchte aber trotzdem in diesem Video erstmal die Grundlagen erklären, weil es gibt ja sehr viele Begriffe dort draußen, die einen um die Ohren fliegen. Egal, wo ihr guckt, ob ihr bei Facebook Innenanzeigen guckt, ob ihr bei eBay Kleinanzeigen guckt, ob ihr bei eBay guckt, bei Amazon oder wo ihr sonst noch irgendwelche Angebote findet, ob Actionfiguren, ob sonst was. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit diesen Basisbegriffen. Zum ersten fangen wir an mit OVP. Was ist OVP? OVP hat eigentlich zwei Bedeutungen. Die erste ist Originalverpackung. Klar, das ist jetzt zum Beispiel, was ihr hier seht. Das ist eine Originalverpackung, das auch und so weiter. Allerdings wird es auch oft gerne benutzt als original verpackt. Also es ist noch OVP, es ist auf original verpackt. Bei eBay ist mittlerweile der Trend dahin, dass Händler versuchen, Käufer zu verarschen und einfach nur schreiben OVP von Mars of Universe bla bla. Die verkaufen nur diese OVP, also nur die Originalverpackung. Da muss man echt differenzieren und aufpassen. Also OVP heißt Originalverpackung oder original verpackt. Gut, dann gibt es Karten, natürlich kennt ihr ja schon hier von Reaction, von Mask oder auch von Star Wars. Habe ich jetzt leider keine Karte da, die sind alle im Karton. Aber Karten gibt es auch. Diese Karten werden auch unterteilt, einmal in die Karte und in den Blister oder Bubble. Bubble, das muss ich gerade am Minis denken. Bubble. So zum Beispiel wie hier. Ihr habt einmal die Karte, das ist das ganze Ding logischerweise, und die Blister. Das ist die kleine Bubble hier vorne, dieser Kunststoff, wo die Figur drin gezeigt wird. Hier ist es sogar abnehmbar, deswegen, das ist die Blister und das ist die Karte. Wie gesagt, Grundlagen. Jetzt gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt eine Skala für Sammler von 1 bis 10. Das ist der Qualitätsgrad der einzelnen Bestandteile von Sammelobjekten, von Toys, von irgendwas. Ihr kennt das wahrscheinlich mit C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann gibt es natürlich eine Untergruppierung mit C, zum Beispiel C2 plus. Das heißt, man kann es nicht so genau einordnen. Es ist nicht C2, aber es ist auch nicht C3. Es ist ein bisschen besser. Es gibt aber auch C2 minus. Das heißt, es ist etwas schlechter als C2. Wobei ich jetzt natürlich ein geiles Beispiel nochmal, weil C2 ist so eins der grottenschlechtesten Skalen, die es gibt. Aber es ist nicht C1. Je höher die Zahl ist, desto geiler ist die Aussage für die Figur oder für das Sammelobjekt. Wenn ihr jetzt irgendwas habt, was C10 ist, würde ich persönlich schon mal stutzig werden, weil es gibt, theoretischerweise gibt es kein C10. C10 heißt perfekt. Also wirklich perfekt. Sogar manche Figuren oder viele Figuren aus den Fabriken, die direkt vom Fließband kommen, sind schon nicht mehr C10. Für extreme Sammler, weil der Blister hat einen kleinen Knick oder hat eine kleine Unreinheit drin, ist ein bisschen nicht ganz klar, hat einen Farbklecks drauf, die Pappe ist ein bisschen aufgeschubbert, aber so ein ganz minimal, das ist schon kein C10 mehr. Also eine C10-Sache zu finden und die selber anzugucken, ist schon sehr, 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 sehr selten. Das ist dann wahrscheinlich für jeden selbst anders. Also ich habe persönlich keine C10-Sachen gesehen in meinem Leben bis jetzt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Diese Skala von 1 bis 10 oder besser gesagt von 10 bis 1 ist ja absteigend, kann man oder wird auf beide Artikel angewendet. Das heißt, einmal auf den Inhalt der Box oder der Karte, der Figur in dem Falle, oder auf die Karte selbst. Wenn ihr eine Karte, wo noch alles original ist, also OVP und tralala. Ich weiß, es heißt nicht OVP, es kommen noch andere Begriffe, aber dazu später. Bezieht sich das ausschließlich auf die Karte mit dem Blister drauf? Hat die Karte irgendwelche Knicke, hat die Stress, also Knicke, in dem Falle Stresslinien, oder hat die Karte Risse, ist sie nass geworden, hat sie Wellung, ist ein bisschen was kaputt gegangen, ist der Blister angeknackt, ist der Blister verfärbt oder sonst irgendwas, sind da Aufkleber drauf von irgendwelchen Preisbezeichnungen, Preisschilder oder irgendwas. Das wird dann auch gerne in der C-Skala dargestellt. Oder wenn ihr keine Karte habt, oder wie hier zum Beispiel, ihr habt eine Karte, aber die Figur ist lose, der Blister ist nicht mehr drauf, wird die Figur selber auch mit der C-Skala betitelt. Je höher die Zahl, desto besser ist es für euch.
zum Verständnis, C10, perfekter Zustand, keine Makel, nichts dergleichen, gar nichts. C9, klitzekleine Makel, also ganz, kleiner, ganz, ganz kleiner Makel, vielleicht mal eben so einen kleinen Knick oder das ist auch fast zu viel, also ganz minimal. C8 und C7 ist dann schon ein bisschen mehr, da könnte ein kleiner Knick drin sein oder eine Farbkorrektur auf der Karte oder sonst irgendwas. C5 und C6, Bezug auf Figuren, Abschürfung, sichtbare Abschürfung, Kratzer, Farbabrieb, bespielter Zustand. Bei Karten, das Prinzip ist das gleiche, nur halt eben mit Knicken, Kratzern, Brüchen in der Verpackung bzw. im Blister, gibt's alles. C4, C3, das ist noch etwas schlechter, also noch mehr Kratzer, noch mehr Abschürfung, fehlende Teile, gebrochene Teile, unvollständiges Zubehör und so weiter. C2 und C1 könnt ihr eigentlich direkt in die Tonne schmeißen, besonders C1. C1 ist einfach nur, dass ihr noch ungefähr erkennen könnt, was für eine Figur das mal gewesen ist. Und dafür gibt es eigentlich gar kein Sammelgebiet, außer du bist Müllsammler. Dann kannst du dir auf jeden Fall C1-Figuren bestellen oder kaufen. Ich definitiv nein. Wie gesagt, wenn ihr eine C1-Karte haben solltet, dann könnt ihr auch direkt auspacken. In dem Fall ist es aber so, dass die Karte wahrscheinlich super für den Arsch ist, aber die Figur noch auf dem Blister drauf, wenn überhaupt, und die Figur noch super ist. Also die Figur kann trotzdem noch C8, C9 sein, aber die Karte ist Müll. Jetzt kommen wir zu den Karten. Karten gibt es einmal punched und unpunched. Will die Karten jetzt hauen? Nein. Punched zum Beispiel, wenn ihr jetzt Karten habt, die hängen ja normalerweise im Laden auf diesen tollen Display-Shelves, die man so rüberschieben kann. Dafür sind diese kleinen Löcher hier oben, ihr seht das hier. Da gehen ja die Haken durch, die hängen so im Regal rum. Das ist eine Punched-Karte. Eine Unpunched-Karte logischerweise ist dann, wenn dieser Pappstreifen da oben noch drin ist. Jetzt hier zum Beispiel bei dem Mask ist es hier oben, da sieht man das, da ist es unpunched. Oder aber auch bei der Karte von Doc Brown, die Karte ist für den Arsch, ich weiß, aber die ist unpunched. Um euch das mal zu zeigen, was ich damit meine. Ich lege auf diese Sache nicht so viel Wert. Punched oder unpunched, das ist mir relativ egal. Ich habe jetzt die zufällig unpunched, weil ich die so bekommen habe, aber es ist mir jetzt egal, dass das Papier denn drin ist oder nicht. Dann in Bezug auf Karten gibt es noch die Bezeichnung MOCK. M-O-C-K, Mint on Card. Das heißt, zum Beispiel wie bei dieser hier, die Figur ist im Blister fest auf der Karte drauf. Es hat aber allerdings keine Aussage über den Zustand der Karte, also keine C-Bezeichnung für die Karte selber. Das wird dann meistens in den Angeboten nochmal extra erwähnt. Also MOCK on Card, also MOCK mit C5 oder C6, in dem Fall ist es C10, C8 bis C9, also C8 Plus. Dann gibt es noch MIP oder MIB, also MIP oder MIB, Mint in Box oder Mint in Package. Das heißt, ihr kriegt eine Verpackung, so jetzt wie zum Beispiel hier in dem Wind Rider, nur als Beispiel. Die Verpackung ist präsent und alles, was dazugehört, ist auch mit da. Das Fahrzeug ist komplett, wenn eine Figur dabei zugehört, ist komplett. Das Zubehör ist dabei, irgendwelche Inlays bzw. die Anleitung ist mit drin. Das ist dann MIP, Mint in Package. Normalerweise sagt das ja auch etwas über den Zustand des Fahrzeugs oder der Figur aus in der Box. Die sollte theoretischweise neuwertig sein. Allerdings nehmen das manche Leute nicht so genau. Die sagen einfach, ist alles drin? Es sieht zwar beschissen aus, weil es hat Kratzer und Farbfehler und sonst irgendwas. Sag ich einfach mal MIP, weil ist ja Mint in Box. Deswegen wird meistens auch die C-Skala mit dazu gezogen. Also hinter dem Angebot steht dann C8, 9, keine Ahnung. Normalerweise ist es aber so generell, wenn ihr MIP oder MIB lest, dann ist das Fahrzeug in einem neuwertigen Zustand in der Box, aber schon mal geöffnet. Das Gegenstück dazu ist MISP und MISB. Mint in Sealed Package oder Mint in Sealed Box. Das ist jetzt beim Wind Rider auf jeden Fall der Fall. Das heißt, ihr habt einen perfekt neuen... Das habe ich schon wieder perfekt gesagt, das meine ich eigentlich gar nicht. Ein neues... oh mein Gott. Ihr habt einen neuen Artikel, komplett niegelnagelneu. Warum ihr das sehen könnt, ist jetzt hier zum Beispiel... Es ist ein bisschen staubig, ich weiß. Aber die Box ist mit Tesafilm zugeklebt, von der Fabrik noch. Also diese Box war niemals offen. Das bezeichnet MISP oder MISB. Es sagt jetzt nichts draus über den Zustand der Box selber. Also die Box kann jetzt überall einen Schaden haben, kann einen Knick haben, kann eingerissen sein. Es ist aber trotzdem eine MISP, weil die nie geöffnet worden war. Deswegen auch wieder die C-Skala kommt extra zum Einsatz. Also diese Box ist dann MISP C9.
weil da ist nada, nichts dran. Oder sieht man da jetzt vorne was? Nein. Sehr gut. Weiter. Dann gibt es natürlich auch noch Lose. Nein, ihr könnt das nicht gewinnen. Noch nicht, das ist ein anderes Video bald. Lose heißt natürlich, wenn ihr eine Figur kauft oder eine Figur seht, die keine Verpackung mehr hat. Wie zum Beispiel gerade schon mal gezeigt, den Horde Trooper. Oder hier jetzt auch mal die Phasma. Die beiden sind lose, allerdings sind die Mint. Jetzt seid ihr ein bisschen überfordert. Nein, natürlich nicht. Mint heißt, dass die Figur aus der Verpackung gekommen ist. Gerade aus der Verpackung raus und noch in einem perfekten Zustand. Also da an den Figuren ist nichts dran. Das ist eine Mint-Figur. Wenn ihr irgendwo lest, verkaufe zum Beispiel Sailor Moon Mint, dann könnt ihr damit auch von ausgehen, dass es eine Sailor Moon-Figur ist, die in einem perfekten Zustand ist oder einem Topfzustand ist. Topfzustand ist aber auch geil. Topfzustand. Allerdings habt ihr keine Verpackung dabei. Das ist eine ganz schöne Menge, was man sich so ganz schön merken muss. Jetzt habe ich noch ein Beispiel vergessen. Eine Variante, Custom. Custom kennt viele, ja, es heißt auch Zoll, aber das meinen wir jetzt gerade gar nicht. Custom heißt, wenn eine Figur oder eine Verpackung selbst erstellt wurde. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel, sagen wir mal, die Phasma oder hier den Horde Trooper und bastel mir dafür eine eigene Karte, wo ich dann auch einen Blister drauf packe und sonst irgendwas. Zum Beispiel hier diesen Top Toys Horde Trooper von Masters of the Universe. Das ist eine Custom-Karte. Diese Karte gibt es eigentlich gar nicht. Abgesehen davon sieht man auf der Rückseite, dass hier auch Custom gemacht ist, weil der Schriftzug oben abgeschnitten ist und sonst was. Aber die Karte ist genauso dick wie die Originalkarten und der Blister ist fest drauf. Und die Figur ist eben eine Mint-Figur, weil sie original noch mit der Plastiktüte ist, mit der Waffe und sieht auch sehr gut aus. Das ist allerdings eine Custom-Card. Dann gibt es natürlich die Variante noch als Custom-Figur. Da habe ich jetzt nur ein kleines Beispiel, habe ich mal selber gemacht, habe da mal vorbereitet. Das ist ein Scuba Scout. Ich versuche den gleich mal euch näher zu zeigen. Den habe ich mal selber gebastelt aus einem Biker Scout. Ich glaube, der war auf einer... Boah, was ist das? Tree-Logo? Nee, Tree-Logo ist gar nicht wahr. Auf einer Saga-Karte. Ich bin der Meinung, Saga-Karte. Ich kann es nicht genau sagen, weil es ist schon lange her. Da habe ich einen Scuba-Scout drauf gemacht, einen Scuba-Trooper draus gemacht. Das ist eine Custom-Figur, die jemand genommen hat, Originalfigur, und dann verändert zu einer anderen Figur umgebaut hat. Das ist Custom. Es gibt Leute, die sagen, Custom ist schwachsinnig, das ist für mich kein Original, da zahle ich kein Geld für. Kann ich irgendwo verstehen als Sammler, aber es gibt auch Customizer, die richtig geiles Zeug basteln. Und die lassen sich das natürlich auch gut bezahlen, weil so eine Figur mal eben zu bauen, das dauert schon ein bisschen. Also den jetzt nicht unbedingt, aber die Idee erstmal haben, die Umsetzung und so weiter, das kostet natürlich auch entsprechend Zeit und Nerven. Ich spreche da aus Erfahrung. Das ist so der grobe oder schon der einfache Überblick über die ganzen Bezeichnungen, was die Sammelleidenschaft mit sich bringt. Wichtig für euch ist einmal die C-Skala. 1 ist das mega schlechteste und 10 ist das Beste, was es gibt, was nach meiner Ansicht nicht existent ist. MISP, MISB und MIP und MIP sind Unterschiede. Da müsst ihr auf jeden Fall auch aufpassen, genauso wie MINT und MOG. Sehr wichtig, darauf aufpassen, nicht, dass ihr euch was bestellt und euch nachher ärgert, dass ihr viel Geld ausgegeben habt für etwas, das ihr gar nicht haben wollt. Das ist selbst sehr wichtig. Auch OVP gut nachlesen, wenn ihr irgendwo solche Beschreibungen seht. Oder auch nachfragen, ob das wirklich heißt, ist der Artikel OVP oder bekaufe ich nur die OVP und der Artikel ist gar nicht dabei. Das gibt sehr viele Menschen, die darauf reingefallen sind und auch sich schon totgeärgert haben. Und wie gesagt, Custom und lose Figuren. Was ich jetzt hier nicht behandelt habe, ist natürlich Fälschung, weil es gibt für jedes Sammlergebiet gibt es Fälschung ohne Ende. Das ist mittlerweile sehr stark, besonders bei Masters of the Universe ist es sehr stark und sehr beliebt, weil man die Karten sehr gerne schnell nachdruckt und neu macht und dafür mehrere hundert Euro verlangt. Aber das Thema möchte ich jetzt hier nicht groß weiter austreten. Ich hoffe, das Video war für euch ein bisschen informativ. Ihr habt da was mitnehmen können. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Däumchen da für mich und meine Freunde. Und wenn ihr Bock habt, ein Abo wäre geil und andere Leute diesen Kanal auch sehen sollten, sagt ihr doch mal Bescheid. Würde mich mega darüber freuen. Ich danke fürs Zugucken. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, sag ich mal, entspanntes. Tschüssikowski, viel Spaß beim Sammeln und stay nerdy.